Wer sollte mir das machen? Keiner hilft mir, ich stehe da. Eva Malgut ist verzweifelt. Der 90-jährigen alleinstehenden Rentnerin haben wieder mal Wildschweine den Garten umgepflügt. Das Problem ist rund um die Schillerstraße in Lochmer Ost besonders ausgeprägt. Und das hat auch Gründe. Und hier bin ich hingeflogen, wenn sie da drauf gehen. Da sinken sie ein, da haben die mal gelegen, hier die Wildschweine. Alle Anwohner, die hier in Wald oder wo das Grundstück an den Wald mündet, da werden die ganzen Gartenabfälle das Jahr über im Wald entsorgt, das Laub wird entsorgt, da sind riesen Komposthaufen. Da kann der Jäger an der Stelle warten und warten. Die Sauen haben gar nicht das Verlangen, nach draußen zu kommen, weil sie einfach genug Fraß finden. Und Schwarzwild stellt sich nun mal dort ein, wo sie Futter finden. Trotz Abschussprämie, wie im Z berichtete, ist das Wildschweinproblem nicht aus der Welt. Die Quoten, so Jäger Frank Dietz, sind im Raum Lauchhammer mehr als erfüllt. Erschwerend kommt hinzu, dass er derzeit keine Genehmigung besitzt, in so einem befriedeten Gebiet zu jagen. Die Stadtverwaltung Lauchhammer hat diese bei der oberen Jagdbehörde in Potsdam erneut beantragt. Eva Malgut versucht indessen, die Wildschweine mit allen Mitteln vom Haus fernzuhalten. Da will sie nicht durchkommen. Und da sind sie noch nicht durchgekommen. Und dann höre ich das Fenster, habe ich ein bisschen auf, ich schlafe gleich hier unten. Und dann höre ich das Klappern. Und da habe ich eine Leuchte und dann habe ich eine richtige Kuhglocke. Und dann würde ich jetzt die verscheuchen, dass sie nicht hier reinkommen. Das ist ja noch das Einzige, wo noch ein bisschen was in Ordnung ist. Bin ich so richtig verzweifelt, wenn ich das... habe so viele Stunden zugebracht und gearbeitet und... Hier hilft eigentlich nur ein solider, stabiler Zaun. Oder man kann sich auch einen... Ein Elektrozaun, das, wie man es von der Weidewirtschaft kennt, zulegen. Die kosten nicht die Welt, sag ich mal, sind relativ schnell aufgebaut. Und wenn die Sauen dann einmal da Kontakt gekriegt haben, dann gehen die nie wieder ran.